Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Borderlands 2, dem Son of Cromrax Headhunter DLC. Genau. Und wir haben hier wieder mal einen Varkit besoffen gemacht und müssen ihm jetzt folgen, weil er Hammerlock hinterher rennt. Der gekidnappt wurde. Von den bösen Einheimischen. Boing. Das war die Abkürzung, glaube ich, mal. Da. Munition. Crap! The conditioning wore off! Kill the Varkid! It's no good as a bloodhound anymore! Hey, guys, remember that ledge in Cromarax's lair? Oh, man, the ledge. Yeah, we could shoot him from there, but he couldn't hit us. So good! So good. Pearlescence. Ist das gibt's hier auch? Ja, ich glaube, also vielleicht, aber ich glaube, das war mir eine Anspielung darauf, dass im ersten Teil eben diesen Bug gab, mit dem man ihn gefahrlos töten konnte. Ich glaube, den habe ich auch nie gemacht, den Raid Boss im ersten Teil. Ich auch nicht, weil ich ja, ich habe im ersten Teil die DLCs noch nie gespielt. Die sind noch nicht so gut wie im zweiten Teil, finde ich. Okay, wie viel Iridium will er denn haben? Okay, wir müssen gerade keins bezahlen, weil erster Durchlauf und so. Ich glaube, das ist jetzt auch der Raid-Boss in leichterer Schwierigkeit. Wenn man hier nochmal hingeht, ist er dann quasi auf deutlich höherer Schwierigkeit. Wenn du wirklich nur auf den Boden willst, könnten wir da helfen. Ja. Einfach die Fesseln abschießen. Aber nein, klappt nicht. Whee! Doing. Okay, ich glaube, du musst Wo auch müssen hier, wir hin? Hier sein. Okay. Cutscene. Oh, how gorgeous! Look upon the majesty of the Son of Cromarax! Ah, perhaps you should deal with this beastie before you tend to me. Schön gesleckt. Das Leck hält auch sehr lange auf ihm. Diese komischen lila Kugeln, sind das seine Schwachpunkte? Ja. Das sind die kritischen Trefferzonen. Erstmal treffen könnte ordentlich, das wäre super. Ui, wir werden ja auch noch. I enjoyed that. Ich gehe mal gerade ein bisschen, wohin nur nicht so viele Gegner sind und toll. Prompt spawnen direkt neben mir Gegner. Zack, so. Die Kleinen kann man ganz gut mit Nahkampfangriffen töten. Wow, 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 wow. Ist doch lächerlich. Was ist denn los? Hat ich vom Rand geschmissen? Yep. Ah, das passiert. Ich versuche mal so lange hier zu überleben. Einen hast du ja schon auf der Hälfte runter. Ich hoffe, ich komme jetzt noch rein. Müsste eigentlich gehen. Ah ja, die Luke ist hier an der Seite, ist offen. Alles klar. Bin schon da.
viel zu langer Weg. Greif jemand anderen an, du Riesenvieh. Oh. Ne, der ist hochgekommen, ich hatte keine Chance, der ist genau unter mir hochgekommen und naja. Ja, dafür sind wir erst zu zweit, dass dann eben der andere den Bosskampf so lange am Leben halten kann. Das ist ja kein Problem. Na komm, ihr kleinen Viechter, ihr nervt mich hier. So, jetzt sind wir da. Schön. Wow. Du kannst denn die Arme damit abschießen? Ich glaube, er regeneriert aber seine kritischen Zonen noch wieder. Ja, jetzt bin ich natürlich genau an der Seite, an der ich ihn nicht gut treffen kann. Renn weg. Oh. Komm. Na, viel leider auch nicht mehr. Den schaffen wir. Naja, locker. Okay, wir sind gerade extrem leise, fällt mir auf. Ja. Aber wir mussten uns jetzt kurz konzentrieren. Leider haben wir es nicht geschafft. It appears the sins of the crab-like father were quite viciously visited upon his crab-like son. Please save me when you're ready. Ne, war doch okay. No. Den zweiten Namen haben wir leider nicht geschafft. No, aber wir haben ihn getötet. Das ist das Einzige, was zählt. Irgendwas. And not in the fun way. Got some help was? Ich glaube nicht, aber es gibt noch Truhen. Ah, okay. Lovely. Thanks for that bit of life-savemanship. Though I must admit, being restrained in that particular way was not entirely outside the scope of things I find enjoyable. There's nothing quite like witnessing a majestic miracle of nature be blown into tiny little bits by one such as yourself. Hi-ho! For your next quest, I require... Shut up! This is Sparky Flint, son of Captain Flint, and I have summoned six people you Vault Hunters have wronged. Together, we will have our revenge! Now, please find the first assassin somewhere on the island so that we may have our revenge. Okay. Ich muss gerade mal einen Level-Up-Punkt verteilen. Hier. Was wollte ich denn aktuell skillen? Ich weiß nicht mehr, was ich skillen wollte. Ist überhaupt nicht mehr. Ich skill einfach irgendwas. Vielleicht auf diesen Durchschlag-Skin? Ne, der ist schon. Oder? Der ist schon fertig geskillt. Ich habe einfach jetzt meine Genauigkeit erhöht.
Hier sind jetzt dann übrigens die eigentlichen Belohnungen. Truhen. Mit Murks. Und mehr Murks. Ja. Nicht mal was Episches. Okay. Das hier geht erst auf, wenn wir ihn auf Raid-Boss-Schwierigkeit besiegen, glaube ich. Ah, okay. Dann sind hier nämlich noch weitere Truhen, mindestens 5, glaube ich, oder sogar 6. Aber es sollte nicht sein. Beziehungsweise beim ersten Durchlauf ist er halt deutlich einfacher. Okay, dann. Ist Hammerlock jetzt schon hochgegangen? Ich weiß nicht, ob Hammerlock überhaupt noch wichtig ist. Wir müssen uns da jetzt nach dem ersten Assassinen suchen, damit der uns töten kann. Ach so. Doch hier 6 Leute gesammelt, die denen wir Unrecht getan haben. Und jetzt von jedem Sohn, Tochter oder Cousin oder Vater, Verwandter, sonst sowas. Also jedenfalls für jeden der Vault Hunter eben einer. Das, ich weiß nicht genau, wie das im Mehrspielermodus sein wird, aber es ist halt immer für jeden Vault Hunter quasi einen Assassine, der zu dem gehört und dann irgendwie. Ja, okay. Es ist cool, es ist lustig. Also, wir gucken uns das einfach an. Ich glaube hier rüber. Ich weiß nicht mehr. Okay, war doch hier drüben. Ach, ich glaube, es könnte das Stück sein hier hinten, wo wir letztes Mal eben. Ja, war letztes Mal. Wo wir nicht reingegangen sind, hier diese Ecke. Na, okay. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber da ist das Questgebiet nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber ich weiß, hier hinten ist was. Es kann nur sein, dass wir hier noch was anderes vorher auslösen müssen. Ja, okay. Ich habe mich gehört. Dann gucken wir im Questgebiet weiter, ob wir irgendwen finden. Wahrscheinlich unten im Wasser, oder? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und hier sind Gegner, aber ich glaube nicht, dass das die Assassinen sind, die geschickt wurden. Killerkrabben! Sergeant Charter, because he remembers you. How you deserted your post and went AWOL. He's ready to face all you Vault Hunters. Don't keep him waiting! Aha. Na, erinnerst du dich an deinen Vorgesetzten, hä? Als du desertiert bist? Nee. Na, er erinnert sich aber noch an dich. Vorsicht, weg, 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 weg. Okay, und bei dir wäre jetzt hier jemand anderes gekommen. Nein, nein. Wir sehen alle 6, keine Sorge. Aber halt. What the hell? He's been blown up by a remote bomb! Oh, good. I hated that guy. Kind of weird that he just randomly exploded, though. Don't remember that happening in basic. Look, whatever. I've got 5 more people here looking forward to killing you, jackasses. My support group, Victims of Vault Hunters, booked a conference here the same weekend you did, and we're all just aching to get back at you jerkwads. Just do me a favor and find the next guy who's gonna kill you, because he's not responding to my messages. Okay, also das hier war jedenfalls. Natives are muttering something about a warrior from the sky near their village. Perhaps you should investigate. Das hier war jedenfalls der Assassine, der eben was gegen dich hatte, aus irgendeinem Grund. Und der, ja, du siehst, er ist einfach schon gesprengt. Aus unbekannten Gründen. Hat er sich selbst in die Luft gejagt. Werden wir sehen. Wäre jedenfalls eine weise Entscheidung, wenn man wenn die Auswahl ist zwischen Selbstsprengung und Vault Hunter bekämpfen. Selbstsprengung vermutlich der schmerzlosere Weg. Das ist jetzt übrigens der Punkt hier oben. Achso. Es sei denn, ich habe mich schon wieder gehört. Was möglich ist.
Kimbolo! Schwarzen Asado! Ja, ist das jetzt endlich in das Dorf? Do you remember Marcy Holloway? Because her uncle Grill certainly does. He's here to avenge his niece in the most violent way possible. So, you know, be ready for that. Aha, das wäre also mein Assassine. Der, ich glaube, Onkel der des Battles, das mein Roboter getötet hat. Du spielst aber aktuell Zero, das weißt du. I've seen one of these totems Nein. Before. You'll need to offer a sacrifice to get past it. I recommend a mask from one of their witch doctors. I'm sure those chaps wouldn't mind loaning you one. Nein, ich habe tatsächlich komplett vergessen, dass ich jetzt einen anderen Charakter spiele. Das ist Gages Assassine, die ich bis dahin eben gerade noch gespielt habe und deswegen verwirrt bin. Mein Kopf ist nicht so groß, okay? Ich bin nicht sehr clever. Du kannst doch nicht unsere Zuschauer verwirren. Wir haben keine Zuschauer. Hier ist ja noch mehr gespawnt. Ja, mein Geschütz machen, Geist, wir können schon wieder zurück. Ich wollte auch noch einmal schießen. Ist doch in Ordnung. So. Wahre Worte. Auf zum nächsten Etat. So, Gages Assassine, nicht meiner Gages. So. Did he fall from the sky? Did his transit shuttle malfunction or what the hell? Must have been a hell of a fall. Man, who the hell is killing all of my would-be assassins? Whatever, I got more. Go meet the next one. I'm hearing Echodet reports that someone's feeling ill at the local watering hole. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir durch den Tunnel zurück. Jo, kann ich mir gut vorstellen. Also, es zeichnet sich jetzt so ein bisschen ein Muster ab, was, ja, der Assassine, der für dich geschickt wurde, ist in die Luft gesprengt worden. Der Assassine, der für Gage geschickt wurde, ist offensichtlich irgendwie aus seinem Shuttle gefallen oder so. Also muss es jemanden geben, der uns mag und deswegen die Attentäter auffällt. Genau. Ich hätte ja eine Vermutung. Deine Vermutung ist falsch. Okay. Also, vermutlich. Das ist meine Vermutung. Also wenn es keiner aus dem ersten Teil ist, dann hätte ich beinahe gesagt, der aus dem ersten DLC, dieser Verrückte, der in... Ach, unser neuer bester Freund? Ja. Ne, wir werden sehen. Jupp, eben. Ich meine, selbst wenn du recht hättest, würde ich dir jetzt nicht sagen, weil, ne, ja. Spoiler und so. Ich sage ja nur, dass wir jetzt mal noch kommen. Oh, das ist Moxie. Aber die muss ja auch irgendwie gefühlt in jedem DLC vorkommen. Weil, Brüste. Ich hätte nichts dagegen, Moxie gefühlt, Moxie zu fühlen. Nein, Moment. Moxie im Bikini am Strand. Zum Fruchtbarkeitsfest. Eben. Wer würde da Nein sagen? Ich wollte schon sagen, also die erste Person, die da einen aus Pandora einfällt, ist nun mal Moxie. Ich meine, es gibt keine Fruchtbar. So viele Kinder hat sie gar nicht. Ja, das stimmt. Zumindest zwei, von denen wir wissen. Hat aber jedenfalls eine größere Menge an Partnern. Gehabt. So förmlich fast jeder. Egal ob Bösewicht oder Held.
Ja, man weiß es ja nie, bevor man es nicht probiert hat. Also sollte man sich möglichst so ein breites Erfahrungsspektrum und so. Ach, blöde Krabben. Simon, jetzt stell dir mal vor, die wären auf einem höheren Level. Wenn wir noch länger an diesen sehr nutzlosen Gegnern verbringen. Maya, you'll like this next dude. He's a siren tracker named Mordo Sophis. Father of brother Steven Sophis. That dude you ganked back in Athenas. And boy, oh boy, is he just itching for vengeance. Unfortunately, the regular path is closed for repairs. You'll have to find an alternate route. Perhaps the machinery surrounding the water wheel could give you a boost. So. Also Mayas Assassine. Jo. He got poisoned? What? Somebody is going around killing all the people I wanted to kill you, and that makes me very upset. He wanted a break. Now he can rest forever. But who poisoned him? Whatever, I got three more VOVH members, victims of Vault Hunters, still itching to kill you. Find the next one! Okay. Ja, das Muster setzt sich fort. Ich glaube nicht, dass wir uns um diese Assassinen große Sorgen machen müssen. Ich weiß nicht, wie lange das DLC noch geht, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach eine etwas längere Folge. Okay. Theoretisch wäre jetzt so ungefähr Zeit, aber ich denke mal... Also ich glaube, eine ganze weitere Folge wird es halt nicht ausfüllen, deswegen. Ne? Ja, zur Not kannst du es ja nochmal schneiden. Ja. Also falls ihr jetzt einen Schnitt hattet, ne, oder habt, oder was auch immer, dann willkommen zurück! Welcome back! Aber eigentlich mag ich das nicht, also ich mach lieber eine längere Episode. Ich will, wenn dann ordentliche An- und Abmoderation. Dark Souls hast du ja auch relativ lange Folgen gemacht. Ja, ja, es ist, also gerade bei Dark Souls, finde ich, bietet es sich auch relativ gut an und vor allen Dingen, wenn man dann mit Gast aufnimmt und das sowieso, ja, das sowieso schon irgendwie so eine unregelmäßige Sache ist, dann ist auch nicht schlimm, wenn die Episodenlänge so unregelmäßig ist. Nö, klar. Und ist halt schwierig, also, weil wenn du halt nur so eine 20-Part-Länge hast, das ist auch mal angenehm für welche, die halt zu dem beizugucken. Everyone, you killed his entire bandit clan, Sally. All 150 of them. Okay. Also Salvador-Assassine. Danach fehlen dann nur noch Zero Zwei. Und Psycho. Genau, also Zero Krieg. Und Creek. Genau, Creek. Ist der im Englischen auch Creek? Ja. Creek. Der Psycho. Okay. Ist das Zufall, dass das halt nach dem deutschen Wort... Ja. Ich glaube nicht. Okay. Hanged? What? Who did? Who would? So angry. Should somebody cut him down or? No. All right. Whatever. Two assassins left, but they're probably dead as hell. Next guy is probably freaking dead already. He's a Hyperion scientist named Clements. He wants Krieg because you killed some dudes when you escaped or something. I don't even care at this point. Okay, das Beste haben sie sich also für den Schluss aufgehoben. Zero ist Assassin. Ja, weil er ist ja Assassin, also von daher. Ja, great. Figures. Hyperion scum. Trying to catch a monster. Oh, the irony. I got one assassin left, Jagoffs. Just go find his corpse already. So yeah, I got no idea what's going on with this last guy. I think he wants Zero dead, but I didn't really understand anything he said. Gut, irgendjemand, der Zero tot sehen will. Fragezeichen 1, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Cooler Name.
Surprising no one, he's dead too. I swear I am gonna figure out who did this. That's... yeah. Whatever, I'm done getting chumps to do my dirty work! You find me, and I'll kill you myself for what you did to my dad! Ja, ich glaube, dieser Plan wird nicht ganz aufgehen. Hallo, Sparky. My dad was an asshole, but that doesn't mean you had to kill him. Now die! Turn it out! Come on back, everyone. I've just received 6 text messages over the EchoNet, each addressed to one of you fine Vault Hunters. I imagine you'll want to hear them. Okay. Gibt's hier Loot? Ich glaube, es gibt keinen Loot, aber es gab irgendwo einen Aufzug. Ist immerhin fast so gut wie ein Loot. Ich weiß nicht mehr wo und wie. Vielleicht irre ich mich auch. Kann man nicht einfach über das Schiff nach oben? Ich guck mal gerade, ob hier oben irgendwo was ist. Nope. Also das Schiff nicht, ich weiß nicht, ob und wie und überhaupt. Ich kann auch, glaube ich, den normalen Weg zurückgehen. Gibt sich irgendwie nicht viel, ne? Lustig, sie haben wiederum sehr mysteriös gehalten, warum der letzte Typ überhaupt Zero tot sehen wollte. Ja, Zero ist ja sowieso so das große Geheimnis, was, wer und überhaupt ist. Ja, man weiß quasi überhaupt nichts. Aber ich hätte mir schon ein bisschen eindrucksvoller vorgestellt, das war ja so ein ganz einfacher Bandit. Ich meine, Halle, der wollte immer in Zero den Assassinen killen. Ja, nu. Das bedeutet nicht, dass er selber eindrucksvoll sein musste. Na gut. Weißt du, wo wir hin müssen? Ja, hier lang, gell? Jo, hoch dort. Ich glaube dahin, wo wir Hammerlock das erste Mal getroffen haben. Ja. Jetzt wieder gut altes Haus. Ist jetzt eine etwas längere Folge, aber passt schon. Nicht viel länger. So, dann rede du mal mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich dann noch Dialog kriege. Oddly, these messages lead me to believe that the deaths of those 6 would-be assassins were bizarre coincidences acted upon by 6 separate allies of yours. Here, this message was addressed to you. To Zero. 1. Oh, that's irritatingly cryptic. Okay. Was hast du denn für eine Nachricht bekommen? Weil jeder kriegt eine andere. Ich hab die gleiche wie du, oder ist das ein Gegenstand? Also du hast auch an Zero, to Zero Eins. One. Okay. Das war ziemlich kryptisch. Na gut, dann kriegen wir nur die vom Gruppenleiter vorgespielt. Das ist kein Gegenstand. Okay, hätte das sein können. Es kriegt halt jeder, also jeder Assassin hat irgendwie eine eigene Geschichte. Ich weiß, dass Gages Assassine wurde irgendwie von ihrem Vater aufgehalten oder getötet. Wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht. Müsste man im Wiki nachgucken. Also jeder hat hier halt eben seinen eigenen Assassinen und bei jedem von uns hat irgendeiner unserer Freunde, Bekannten, Verbündeten, was auch immer, diesen Assassinen eben aufgehalten. Wahrscheinlich war es bei mir die Frau. Ja, da kann schon sein. Ex-Frau. Ja, stimmt. Du bist jetzt mit deinem Turm zusammen. So. Das war dann allerdings auch leider schon das ganze DLC. Ach so. Okay. Also es gibt jetzt hier noch den Raid-Boss auf Raid-Boss-Schwierigkeit, den man natürlich machen könnte und andere Dinge, aber damit wir noch vielleicht unter den 30 Minuten bleiben, ich weiß es nicht genau, können wir jetzt hier einfach mal die Aufnahmen beenden und beim nächsten Mal geht's dann mit dem furiosen Finale des LPs weiter. Also bis dann. Bis dahin.